Scientology. Wilfried Handel war einer der mächtigsten Männer der Sekte in Österreich. Dann aber ist er ausgestiegen. Seine Geschichte jetzt bei Planet Wissen. München. Wilfried Handel ist wieder unterwegs. Unterwegs in Sachen Scientology. Der Österreicher war 28 Jahre lang Mitglied der Sekte, sogar Chef von Scientology in Wien. Man ist ein funktionierender Roboter, der letztendlich nur das Wohl unter Anführungszeichen von Scientology im Auge hat und dem dabei jedes Mittel recht ist. Ausgerechnet eine lebensbedrohliche Krankheit hilft ihm, umzudenken. Als einem der ganz wenigen gelingt ihm der Ausstieg. Doch er verliert seine Familie. Ein hoher Preis. Und jetzt ist er bei uns, Wilfried Handel. Herzlich willkommen. Guten Tag. Natürlich auch an Sie zu Hause und herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Herr Handel, Sie haben durch den Ausstieg bei Scientology Ihre Familie verloren. War es das wert? Im Nachhinein betrachtet, ja. Wieso? Man muss es, sagen wir mal so, man muss es im Leben, wenn man das zurückblickend mal betrachtet, ansehen, was ist einem wichtiger? Ja, und ich sage immer als alter Optimist, man verliert eigentlich nur Schlüssel und Kreditkarten. Also insofern habe ich meine Familie nicht verloren. Die gibt es ja nach wie vor. Der Schritt aber von mir, aus Scientology auszusteigen, war aber nicht nur für mich, sondern auch für andere durchaus lebenswichtig. Ja, und darum würde ich, also wenn ich das jetzt, mich jetzt nochmal entscheiden müsste, würde ich das genauso tun. Und zwar witzigerweise auch meinen Söhnen zuliebe, weil ich habe denen versucht, etwas zu vermitteln, nämlich, dass man zu etwas steht und daraus dann auch die Konsequenz zieht. Und das habe ich gemacht. Was glauben Sie, was denken denn Ihre Söhne heute über Sie? Eine gute Frage, ja, würde ich auch ganz gerne wissen. Also Sie waren ja, das letzte Mal war ich mit Ihnen in Kontakt, also mit den beiden Älteren 2008. Und die haben sich dann abrupt wieder abgewandt. Und das ist das Einzige, was bei mir eigentlich noch ein bisschen rumort. Ich weiß nicht warum. Das heißt, mich würde durchaus interessieren, was da in Ihren Köpfen vorgegangen ist. Also Ihre Söhne sind ja noch bei Scientology, muss man an der Stelle meine sagen. Söhne waren nie bei Scientology. Ja, der springende Punkt ist, ihre Mutter ist bei Scientology, ist eine hochgradige Scientologin. Sie ist mit einem Scientologen wiederum verheiratet. Und wir haben aber beide eigentlich, witzigerweise, obwohl das gar nicht Scientology-Doktrin ist, darauf gesehen, dass die nicht mit Scientology zu tun haben, bevor sie 18 Jahre alt sind und sich dann selbst entscheiden. Und trotzdem haben sie sich jetzt gegen Sie entschieden? Nein, man muss das so verstehen. Ich glaube, Kinder können sich zwischen Vater und Mutter kaum entscheiden. Und nachdem scheinbar ihre Mutter, oder ziemlich sicher sogar, ihre Mutter natürlich Druck ausgeübt hat, dadurch, dass sie Scientologin ist und Scientology natürlich wiederum auf sie Druck ausgeübt hat, mussten sich meine Söhne entscheiden. Aber jetzt sind sie Ende 20, Anfang 30, jetzt können sie sich ja selbst entscheiden. Sollte man meinen. Sie waren über 20 Jahre bei Scientology. Warum eigentlich so lange? Das ist eine gute Frage. Das hat vielleicht auch etwas mit mir zu tun. Auf der einen Seite, ich brauche oft relativ lange, bis ich die Konsequenz ziehe, obwohl ich es schon lange vorher erkannt habe. Und auf der anderen Seite, man darf Scientology nicht unterschätzen. Also die sogenannte Technologie, die einem da vermittelt wird, wirkt durchaus. Und ich sage immer eines, wenn ich eine Manipulation erkenne, dann ist es keine Manipulation. Über die Manipulation werden wir noch sprechen. Gibt es eigentlich etwas, was Sie damals gemacht haben, was Sie heute bereuen? Eigentlich würde ich sagen, nein. Ja, also ich würde mal so sagen, im Detail gibt es sicher Dinge, für die ich mich schäme. Ja, auf der einen Seite, was aber denn? Das versuche ich. Na, zum Beispiel, mir fällt immer ein, mein Klassiker. Also mir wurde mal die Frage zuteil, das war 1975 von zwei Scientologen, möchtest du in deinem nächsten Leben ein Stein sein oder gestehst du jetzt? Und ich habe aber dasselbe dann Anfang der 80er Jahre mit jemandem gemacht. Und zwar habe ich ihn gefragt, ob er ein Stein sein möchte oder jetzt bezahlen. Oh, haben Sie ihn unter Druck gesetzt? Ja. Und das bereuen Sie? Bereuen, ja. Ich kann es aber, wie soll man sagen, es geht eh nicht mehr, jetzt das wieder rückwirkend zu machen. Und das, was ich eben versuche, um das zumindest im Ansatz wieder gut zu machen, ist eben, mich zur Verfügung zu stellen, in Schulen zu gehen, darüber zu sprechen. Genau, darauf möchte ich hinaus. Der Scientology-Gründer L. Ron Hubbard sagte einmal, es ist ein Schwerverbrechen, sich öffentlich von Scientology abzukehren. Doch genau das machen Sie jetzt, mit allen Konsequenzen. Warum? Naja, ich mache das nicht unbedingt wegen dem, was der Hubbard gesagt hat. Das ist eine Konsequenz, mit der muss ich leben.
und zeigt auf der anderen Seite die Perfidie dieses ganzen Systems und warum auch so viele andere sich schwer tun, aus Scientology auszusteigen. Warum sind Sie ausgestiegen? Na, wenn ich mich zurückerinnere, das war 2001, ich hatte damals Krebs, meine Lebenserwartung war nicht rasend hoch und es wird wahrscheinlich nicht jeder Krebs gehabt haben, aber wenn man mal Krebs hat, geht es irgendwie ans Eingemachte. Da geht es dann, ich muss mein Leben ändern und dann schaut man sich an, was es ist und das war in meinem Falle, muss ich zugeben, nicht kognitiv, sondern das war nur aus dem Bauch heraus. Ich wusste, ich muss aus Scientology aussteigen. Ja, die Entscheidungen aus dem Bauch heraus sind ja oft die besten. Wir werden auch darüber heute noch intensiv sprechen. Wir haben gerade schon den Gründer von Scientology, L. Ron Hubbard, erwähnt. Wer war er? Was wollte er? Und was will Scientology? L. Ron Hubbard wird am 13. März 1911 im US-Staat Nebraska geboren. Er arbeitet zunächst als Schriftsteller, vor allem im Science-Fiction-Bereich. Während des Zweiten Weltkriegs dient Hubbard in der US-Marine. Nach Ende seines Dienstes bittet er um psychotherapeutische Behandlung. Zu den Gründen schreibt er in einem Brief, er habe Perioden der Verdrießlichkeit und eine Neigung zum Selbstmord. Nach dieser persönlichen Krise beschäftigt sich Hubbard intensiv mit den Lehren des Psychoanalytikers Sigmund Freud und mit verschiedenen Hypnosetechniken. Und er beginnt an seiner eigenen Wissenschaft der geistigen Gesundheit zu schreiben. 1950 veröffentlicht er das Buch Dianetik. Darin behauptet er, er könne die Welt von allem Übel wie Krieg, Verbrechen, Krankheit oder Armut befreien. 1954 gründet Hubbard Scientology. Das Ziel? Die Befreiung des Planeten Erde. Er nennt es Clear Planet. Wir haben im Sinn, alles aus dem Weg zu räumen, das aus dem Weg geräumt werden muss. Ganz egal, wie groß es auch sein mag, um eine Zivilisation zu schaffen, die tatsächlich überleben kann. Die Technik, die dies bewerkstelligen soll, ist das Auditing. Eine Art Gesprächstherapie mit Rückführung in vergangene Leben. Für Kritiker ist das Auditing ein entscheidender Teil der psychologischen Manipulation bei Scientology. 1978 wird Hubbard in Paris wegen Betrugs zu 4 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Ihm wird vorgeworfen, seine Anhänger durch falsche Versprechungen um viel Geld gebracht zu haben. Doch da er sich nicht mehr in Frankreich befindet, wird das Urteil nie vollstreckt. Laut Scientology stirbt L. Ron Hubbard im Alter von 74 Jahren auf seiner Ranch in Florida. Nach Hubbards Tod übernimmt David Miscavige die Leitung. Er ist bis heute Vorsitzender der Organisation. Herr Handel, wie kam es eigentlich zu Ihrem ersten Kontakt mit Scientology? Das war eigentlich relativ simpel, ja, trivial eigentlich. Ich hatte eine Freundin, war 20, hat man mit 20 ab und zu. Und die machte Scientology, das wusste ich gar nicht. Ich habe sie kennengelernt, sie ist nur 3-mal in der Woche verschwunden, immer ziemlich regelmäßig. Nachdem ich ein liberaler Mensch war, hat mir das nicht sonderlich gestört. Und irgendwann wurde ich mal neugierig und habe sie gefragt. Und sie hat mir, also ich muss dazu sagen, wir waren beide Jazzfans. Mhm. Also wir haben Chick Corea verehrt, den Jazzmusiker. Der auch bei Scientology ist. Und das hat sie mir dann gesagt. Und sie hat ihm gesagt, sie macht Scientology, ist eine ganz tolle Sache. Und ich kannte das nicht und hatte irgendwo die Idee, naja, wenn die Magie zu ist, meine Freundin und der Chick Corea das machen, sehe ich mir das mal an. Aha. Und dann haben Sie auch ziemlich schnell diesen Persönlichkeitstest gemacht, den alle Scientology-Neulinge machen müssen. Wie war das? Wie läuft der ab? Naja, der Persönlichkeitstest von Scientology hat eine einzige Aufgabe. Man muss vielleicht eines noch vorausschicken. Der Test stammt aus den 50er Jahren. Mhm. Wurde in den 50er Jahren entwickelt, Anfang der 60er Jahre etwas modifiziert, wir wissen nicht genau was, und ist seitdem unverändert, also sprich eine uralte Technik, wenn man so möchte. Und das einzige oder Hauptziel von Scientology besteht darin, mit diesem Test jemanden zu ruinieren, auf scientologisch den Ruin finden, also das, was jemand anderen ruiniert. Also die Schwächen von jemandem herauskehren, oder was meinen Sie mit ruinieren? Nein, es geht darum, Schwachpunkte aufzudecken. Ja. Also das, was Scientology macht, wenn sie diese Schwachpunkte entdeckt, sie legt die Hand exakt in diese Wunde und es sind zwei Aspekte. Also das eine Aspekt ist quasi eine uralt Psycho-Geschichte. Also ich würde sagen, jeder von diesen sehr beliebten Tests gibt es in den Zeitungen auch, würde ich mal sagen, mindestens 10-mal so seriös wie der Scientology-Test. Aber Hauptziel ist, und es kommt durchaus etwas raus,
Schwachstellen, Schwachpunkte des Gegenübers zu entdecken, auf der einen Seite ihm zu signalisieren, nur Scientology kann dir helfen, und auf der anderen Seite immer wieder die Hand in diese Wunde zu legen. Und warum ist das so wichtig für Scientology, da die Hand in die Wunde zu legen? Fragen Sie sich mal selbst. Ja, also wenn ich quasi jemand gegenüber sitzen habe, von dem ich einen Schwachpunkt kenne und ich möchte etwas von ihm, Aha. dann ist es ja perfekt, wenn ich weiß, was ist der Schwachpunkt. Wie das bei Scientology ablaufen kann. Die ersten Kursübungen wurden in dem ARD-Spielfilm Bis nichts mehr bleibt nachgestellt. Schauen wir mal in eine Szene rein. Und Start. Flank. Und Start. Tut mir leid, das wird so doof. Frank, du kannst nicht gehen ohne Checkout. Entschuldigung. Ich pack das nicht, tut mir leid. Lachen ist Abwehr, Frank. Und solange du dich wehrst, kannst du nicht in der Gegenwart sein. Setz du dich bitte? Darf ich mal? Flank. Flank. Was wär's? Danke. Klasse. Wie fühlst du dich? Irgendwie so gelöst. Bei uns ist jetzt auch Sabine Riede. Sie ist Geschäftsführerin der Sekteninformation NRW. Einer ihrer Arbeitsschwerpunkte ist Scientology. Herzlich willkommen bei uns. Frau Riede, die Übung scheint Frank ja am Ende dann doch ein gutes Gefühl gegeben zu haben. Was läuft da psychologisch ab? Naja, er trainiert hier ein sehr unnatürliches Verhalten, deswegen möchte er am Anfang auch zunächst ausweichen und gehen, aber er hält es dann durch und am Ende kann er halt diesen ja bewegungslosen, kalten Gesichtsausdruck durchaus ertragen und er lernt auch diesen Gesichtsausdruck selber anzuwenden. Das gibt ihm ein Gefühl von Macht, Stärke, Selbstsicherheit. Wenn er dies jetzt außerhalb von Scientology anwendet, wird es sicherlich Situationen geben, wo das hilfreich ist. Es gibt aber dann wiederum auch Situationen, wo das überhaupt nicht angebracht ist und nicht sehr gut ist. Und ein Anfänger kann da gar nicht unterscheiden, weil genau, jetzt es wird hier nicht erklärt und es wird ihm nicht erklärt und man kann nicht unterscheiden. Also ein Firmenchef, der zu mir kam, sagte, seit ich das bei Scientology gelernt habe, gehe ich durch meinen Betrieb und ich brauche nur so zu gucken und alles flupfibber. Aber meine Frau hat mich jetzt verlassen. Ich verstehe das nicht. Also da merkt man, dass es natürlich Bereiche gibt in der Kommunikation, wo manchmal ein selbstsicheres, selbstbewusstes Auftreten hilfreich ist. Man kann damit Macht erzeugen. Aber im privaten Bereich ist das überhaupt nicht hilfreich. Und es ist auch nicht immer im Betrieb hilfreich. Weil ja, allein mit Autorität kommt man auch nicht weiter. Und Ihr Beispiel zeigt auch, dass es den Menschen sehr verändert. Ja. Die Persönlichkeit verändert. Es wird mit der Zeit, je länger man das trainiert, wird man selber auch immer gefühlskälter und strahlt das auch aus. Und dadurch wirkt man auch unsympathisch. Es gab eine Situation, die finde ich sehr wichtig, als der Protagonist, der Neuling, aufstehen wollte und abbrechen wollte eigentlich. Aber er hat es dann nicht getan, weil er umgestimmt wurde. Warum? Warum war er da nicht stark genug? Naja, auch hier wieder dieses selbstbewusste Auftreten der Leiterin, die einfach sagt, mach es zu Ende und erfolgt dem dann und macht es zu Ende und hat hinterher auch das Gefühl, naja, so schlimm war es ja gar nicht. Ich schaff's ja jetzt doch, ich kann es ja durchhalten. Diese Übungen, Herr Handel, werden am Anfang gemacht. Später gibt es ja noch andere Übungen. Wie sehen die aus? Es gibt eine ganze Reihe, ich glaube, es sind 8 oder 9. Ja, also man beginnt quasi, sich in die Augen mal zu schauen. Also ich vergleiche das immer, das sind Initiationsübungen. So wie gerade eben, wie wir es gesehen haben. Aber man hat dann also dann die sogenannten Upper Indox
Und Indox ist Indoctrination. Ja? Also es geht bei diesen Übungen um Kontrolle und es geht um Indoktrinierung. Ja? Und es geht ja dann so weit, dass man zum Beispiel lernt, absolute Macht über jemanden auszuüben. Man übt es mit einem Aschenbecher. Man schreit also den Aschenbecher an, er soll aufstehen und sich niedersetzen. Wobei, Sie dürfen jetzt nicht lachen, also Aschenbecher kann schwer aufstehen oder sich niedersetzen. Da kann man sich ja die Seele aus dem Lachen rein. Erstens das macht man auch und man hilft ihm natürlich den Aschenbecher. Aber es geht ja nur um die Symbolik. Ja. Was das Ganze symbolisiert, ist, man lernt das. Und ich kann mich also noch sehr gut an 1975 erinnern, da habe ich das gemacht. Ich war danach mit einem Freund auf einem Café und der hat mir irgendetwas erzählt, was ich nicht hören wollte. Und scheinbar habe ich auf eine Art und Weise zu ihm gesagt, er soll aufhören, dass der kreidebleich wurde und wirklich aufgehört hat. Und das, der hat sie aber auch nicht wiedererkannt, weil sie sich offensichtlich von der Seite gezeigt haben, die er bis dato nicht kannte. Nein, ich würde mal sagen, das hat schon funktioniert. Nein, es geht gar nicht um den Punkt, dass er mich nicht wiedererkennt. Ich habe im Prinzip das bekommen, was ich wollte. Und das übt man. Und das macht man dann in der Übung 9 komplett. Das sieht man eh auch in dem Film. Zwar sehr milde dargestellt, aber es geht wirklich ans Eingemachte. Wie alle Einsteiger bei Scientology musste auch Wilfried Handel erst einmal die wichtigsten Kernpunkte der Lehre des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard erlernen. Folgt man seiner Lehre und erlernt die richtige Technik, soll man glücklicher und erfolgreicher werden. Negative Erfahrungen sollen dann keine Belastung mehr sein. Der Tod eines Angehörigen oder andere dramatische Erlebnisse. Die Scientologen behaupten, dass schmerzhafte Erfahrungen im Leben eines Menschen im sogenannten reaktiven Verstand abgespeichert werden. Die im reaktiven Verstand gespeicherten negativen Erlebnisse sind demnach die Ursache für Ängste, Unsicherheit, irrationales Verhalten. Die Scientology-Organisation hat dafür nach eigenen Angaben eine Lösung. Sie heißt Dianetik. Mittels Dianetik sollen die Menschen von den Beeinträchtigungen durch schlimme Ereignisse befreit werden. Zitat: Die Dianetik erklärt, wie diese negativen Erlebnisse aufgespeichert sind, und sie enthält eine Technologie, mit deren Hilfe sie sich von ihnen befreien können. Dianetik bietet den Menschen angeblich die Chance, ihre Kreativität bis zum Äußersten zu nutzen. Selbstsicher, intelligenter und produktiver und glücklicher zu sein. Der Verstand, sagt Scientology, wäre clear. Wer das erreichen will, muss allerdings Schulungen besuchen und bezahlen. An Scientology. Erstes Ziel ist also, clear zu werden. Dafür hat Scientology auch einen genauen Plan aufgestellt. Brücke zur Freiheit nennt sie das. Ein wichtiger Punkt relativ am Anfang ist ein Reinigungsprogramm. Wie läuft das ab? Na, man muss sich das so vorstellen, also man schwitzt 5 Stunden in der Sauna. Also es ist quasi ein Saunaprogramm, davor gibt es Übungen, Laufen oder irgendwelche andere Übungen. Dazu nimmt man jede Menge Vitamine, also sprich quasi einen Vitamincocktail, der ins Unendliche gesteigert wird. Das heißt, aus medizinischer Sicht ist das höchst gefährlich. Die ganze Geschichte, aber Scientology praktiziert es trotzdem, ohne dass jemand einschreitet. Und warum wird das gemacht, um den Körper zu entgiften? Oder? Naja, L. Ron Hubbard war ja ein Science-Fiction-Schreiber und sehr erfindungsreich. Ja? Und er vertritt mittlerweile Scientology die These, dass wenn man quasi durch dieses Schwitzen und durch dieses Vitamincocktail, schwitzt man quasi alles aus, was es an Negativen gibt. Gucken wir nochmal auf die Brücke zur Freiheit. Wenn man den Status von Clear erreicht hat, dann ist das ja noch lange nicht das Ende. Wie geht es dann weiter? Ich würde mal sagen, das ist die Mitte. Danach gibt es, also nach Vorbereitungsstufen, die sogenannten 3 OT-Stufen, also operierender Tätern. Ich muss das kurz dazu sagen, als Tätern bezeichnet Scientology den Menschen an und für sich. Ja? Also sprich er selbst, also nicht sein Körper oder sein Geist, sondern der Tätan. Und der soll dann operierend werden, sprich unabhängig seines Körpers und sonstigen Anhängseln durch die Gegend schwirren. Also wenn man so möchte, auf gut wienerisch gesagt, ein Wunderwuzi. Was heißt das? Wunderwuzi. Kennen Sie den Ausdruck nicht? Zufälligerweise nicht. Wie kann man das auf Deutsch übersetzen? Ein Wundermensch. Ein gottgleicher Übermensch. Ja, so eine Art Supergeschöpf oder Superman. Wir lachen jetzt, aber eigentlich ist es ja nicht zum Lachen, muss man auch an der Stelle sagen. Es ist eigentlich traurig, wenn man darauf reinfällt und wenn man sich ansieht, also wie viele Tausende oder Hunderttausende an Euros da manche investieren, um diese Wunderwuzis, auch wenn es niemand versteht, zu werden, ist es eigentlich nicht zum Lachen. Das
genau der Punkt. Wir haben gerade gesehen, für jede Stufe, die erreicht wird, muss man einen Kurs belegen, muss man Geld ausgeben. Wie viel kommt denn da zusammen? Sie haben Menschen betreut, die ausgestiegen sind und Ihnen davon erzählt haben. Ja, um clear zu werden, müssen Sie schon 100.000 Euro rechnen, mindestens. Es gibt natürlich manchmal auch Menschen, die mit etwas weniger auskommen. Das sind dann aber die, die auch für Scientology arbeiten, die ja auf diese Art und Weise auch wieder kostenlos für Scientology arbeiten und eine Dienstleistung erbringen. Die kriegen dann manchmal Vergünstigungen. Und bis man die OT-Stufen erreicht hat? Da würde ich mal mindestens 500.000 Euro. Wer kann denn sowas bezahlen? Selbst clear zu werden, 100.000 Euro, wer hat das denn mal eben so? Viele Leute nehmen einen Kredit aufs Häuschen auf oder wenn sie mal rechnen, wie viel sie vielleicht schon in ihrem Leben für Urlaub ausgegeben haben, wenn sie dann einfach mal den Urlaub weglassen und jedes Jahr bestimmte Stufen, bestimmte Kurse bei Scientology bezahlen, dann können sie sich das durchaus als durchschnittlicher Verdiener leisten. Und wie gesagt, wenn Menschen wenig Geld haben, werden sie aufgefordert, für Scientology zu arbeiten und dann eben dementsprechend Vergünstigungen zu bekommen. Was bekommen die denn für ihre Arbeitszeit? Für das, was sie bei Scientology arbeiten. Es gibt natürlich einmal die Festangestellten. Selbst die haben ein Gehalt, das liegt unter dem Sozialhilfesatz. Aber es gibt auch noch welche, die sie als die sogenannten ehrenamtlichen Scientologen bezeichnen. Die arbeiten 80 Stunden die Woche und kriegen dafür im Monat 80 Euro. Das ist lediglich eine Aufwandsentschädigung. So wird das auch bei Scientology deklariert. Aber wovon leben die denn dann? Naja, sie haben dann vielleicht noch einen Ehemann, der ihnen noch nach der Scheidung noch Unterhaltszahlungen gibt oder es sind junge Leute, die haben dann noch Eltern, die denken eigentlich, ihre Kinder studieren und unterstützen sie. Manchmal hat man etwas geerbt und verbraucht jetzt erstmal das Geld, was man noch zu Hause liegen hat. Viele Scientologen stehen deshalb aber auch so unter Druck, dass sie nebenher noch arbeiten gehen und dann irgendwann auch völlig zusammenbrechen. Das heißt, sie haben ihr Leben komplett Scientology verschrieben mit Haut und Haar und vor allen Dingen auch mit viel Geld. Sie verbringen die ganze Zeit im Scientology-Zentrum, einmal weil sie dort ehrenamtlich arbeiten, zweitens weil sie selber Kurse machen müssen und am Wochenende müssen sie noch gucken, dass sie ein paar Mark verdienen, indem sie vielleicht in der Wäscherei aushelfen oder putzen gehen. Um den Verstand von negativen Einflüssen zu reinigen und clear zu werden, bietet Scientology ein Verfahren, das Auditing, nachgestellt wieder im ARD-Spielfilm, bis nichts mehr bleibt. Jetzt öffne deine Augen. Nimm bitte diese Dosen in die Hand. Danke. Und jetzt? Konzentrier dich auf diese Anzeige. Au, was soll denn das? Konzentrier dich auf die Anzeige, bitte. Jetzt denk an den Moment, in dem ich dich gekniffen habe. Jedes negative Ereignis in deinem Leben hinterlässt auf deiner Gedächtnisbank eine Ladung. Sie belastet dich, sie schöpft Kapazitäten ab, die du anderweitig wesentlich besser nutzen könntest. Durch Auditing spüren wir diese negativen Eindrücke auf und löschen sie. Du bekommst dich selber zurück, Frank. Da ist ein Mädchen auf dem Karussell. Ich gehe zu ihr und schieb das Karussell an. Das Mädchen lacht. Und die Nadel schwebt. Fantastisch. Nur wenige haben solch einen Gewinn beim ersten Mal. Wie fühlst du dich? Gut. Tja, was machen solche Sitzungen mit auditierten Menschen? Ja, zunächst mal muss man erklären, dass das ja überhaupt nicht funktioniert, was Scientology hier verspricht. Also negative Ladungen können wir nicht durch so ein Prozedere löschen. Das bedeutet, es findet hier lediglich ein Abstumpfungseffekt statt. Je öfter Sie über ein Problem reden, je ruhiger werden Sie innerlich, aber Sie lösen damit Ihr Problem nicht. Wenn es jetzt aber sogar Menschen gibt, die hier etwas berichten, was sehr schlimm war,
sei es auch über eine Vergewaltigung, über Missbrauch oder dass sie bei einem Autounfall einen nahestehenden Menschen verloren haben, kann es durch dieses Prozedere auch zu einer Retraumatisierung bekommen. Das heißt, das ist dann hier besonders schädlich, dass derjenige ein Erlebnis ein paar Mal wiederholen muss und immer wieder erzählen muss. Und es wird in keinster Weise das Problem gelöscht. Ganz im Gegenteil, viele meiner Klienten haben erzählt, dass sie nach dem Prozedere Albträume bekommen haben, dass die Probleme schlimmer wurden, dass sie sich immer wieder daran erinnert haben. Eine Klientin ist, die hat ihren Vater beim Autounfall verloren und musste mit zur Identifizierung der Leiche mit der Polizei rausfahren. Und die hat in einer Auditing-Sitzung 12 Stunden über dieses Thema geredet. Es ging ihr sehr schlecht. Die Nadel ist einfach nicht ruhig geworden. Und dann ist sie Gott sei Dank weggerannt. Ich glaube, sonst wäre sie psychisch zusammengebrochen. Und Sie machen das, um die Menschen zu brechen? Nein, sie machen das, weil Scientology behauptet, durch das drüber reden würde man dieses Problem löschen. Und es wird als Beweis ja diese Nadel genommen, die beim ersten Mal ausschlägt, später aber dann wieder ruhig ist. Ja, das Gerät ist wie ein Lügendetektor, es ist ein simples Hautwiderstandsmessgerät. Ich wollte gerade sagen, wir sind doch nur Dosen, ich meine, ja, das kann ja nicht funktionieren. Da wird Schwachstrom durchgeleitet und natürlich, wenn Sie emotional aufgeregt sind und Sie erzählen ein Ereignis aus Ihrem Leben, was bewegend war, ja, und Sie erzählen es das erste Mal, sind Sie mehr aufgeregt und deswegen schlägt die Nadel auch aus, als wenn Sie es danach 10-mal das Gleiche erzählen. Herr Handel, Sie haben den Test auch gemacht. Bei was hat denn die Nadel bei Ihnen ausgeschlagen? Ja, dass ich mal ein Samurai war. Im früheren Leben? Im früheren Leben, ja. Ich habe Japan verehrt, also irgendwo ist fast naheliegend gewesen. Also es gab jede Menge Dinge. Also man muss vielleicht eines noch dazu sagen, das, was dieses Gerät macht, ist ein simpler Lügendetektor, der aus den 40er Jahren stammt, wurde ja nicht von Hubbard erfunden, obwohl er es jetzt behauptet, sondern von Walney Matthison. Mhm. Und auch C.G. Jung hat sich mit Ähnlichem beschäftigt und hat es aber blitzartig verworfen, weil es stimmt schon, dass dieses Gerät Nadelanzeigen produziert, aber man weiß nicht genau warum. Und das, was Scientology macht, das stellt quasi eine Doktrin oder ein Dogma auf, warum es so ist. Ja? Mhm. Und das ist ja, wenn man so möchte, ein Blödsinn schlechthin. Aber Sie waren oder sind natürlich immer noch ein intelligenter Mann. Damals waren Sie ein intelligenter junger Mann. Wenn Ihnen jemand sagt, Sie waren damals ein Samurai-Kämpfer, haben Sie das tatsächlich geglaubt? Man muss so sagen, die Fantasie ist dem einen mehr oder weniger gegeben. Ich war durchaus auch Science-Fiction-Fan. Ich konnte mir auch gewisse Dinge vorstellen. Und auf der anderen Seite war es ja, wenn man es momentan erfährt, dass man mal Samurai war oder ich war ein Kampfgefährte von Agamemnon, ja, hat es auch rausgeschlagen. Das war mal durchaus, wie soll man sagen, sympathisch und war nicht etwas, was mich stutzig machte. Sie haben dann sehr schnell Karriere gemacht und waren irgendwann dann der Oberste in Österreich, in Wien, und haben da auch einen Überblick über die Finanzen gehabt. Wir haben vorher schon darüber gesprochen. Es geht bei Scientology immer um viel Geld. Woher kriegt denn Scientology das ganze Geld? Ja, man muss sich das so vorstellen, also das, die lokalen Organisationen, also sprich da in Düsseldorf oder in Frankfurt gibt es auch eine, die nehmen Gelder ein, also zum Beispiel für das Auditing oder eben für Kurse. Bei diesen Kursen geht es wiederum nur um dieses Auditing zu lernen in erster Linie. Diese Gelder verbleiben vor Ort, die müssen also abführen um die 10% circa an ihre Zentrale in Amerika. Der zweite Posten ist, die scientologischen Organisationen müssen Bücher kaufen von den eigenen Verlagen, die gehören ebenfalls den Scientology-Verlagen. Dann auf der zweiten Ebene gibt es dann die sogenannten Advanced Organizations. Dort können dann diese OT-Stufen absolviert werden. Diese arbeiten wiederum, also das meiste Geld bleibt vor Ort, also in Europa ist es zum Beispiel Kopenhagen, die Zentrale dafür, und auch die müssen bestimmte Prozentsätze wieder abliefern an die Zentrale in Amerika. Und in Amerika, wenn Sie so wollen, dort läuft das Geld zusammen, wobei aus diesem Posten nicht so rasend viel kommt. Am meisten Einnahmen aus meiner Sicht kommen durch Spenden. Die Scientologen müssen für alles und jedes spenden, und zwar immense Summen. Also ich würde die Summen sogar größer ansiedeln als die Summen, die sie für sich selbst aufwenden. Und da reden wir letztendlich über einen Milliardenpott. Also es gibt Quellen, die so gar nicht so alt sind, die von einer Milliarde in Cash sprechen, über die Scientology verfügt. Unglaubliche Summen. Fragt man sich natürlich, wem kommt das zugute? Wir haben jetzt über Geld geredet, über Strukturen. Reden wir mal über Macht. Ja. Wer hat denn die Macht bei Scientology? David Miscavige.
Ihm kommt es zugute. Er bestimmt, was auch mit dem Geld gemacht wird. Einmal steht er dem RTC vor, dem Religious Technology Center, und von dort sind die Lizenzinhaber. Das heißt, jeder muss dorthin bezahlen, wenn er auch nur einen Kurs macht oder, das wurde gerade schon erklärt, oder ein Buch kauft. Aber von dort aus gehen auch die Policies raus. Das heißt, die Befehle, wie man sich zu verhalten hat, was man zu machen hat. Gleichzeitig ist er aber auch der oberste Boss von der Spendenorganisation, die einsammelt und mit diesem Geld dann auch wieder Werbekampagnen macht, PR-Kampagnen macht. Ja, auch da hat er die Fäden wieder in der Hand und ist der oberste Boss. Also David Miscavige, eine zentrale Figur. Die Machtverhältnisse und die Scientology-Strukturen sind relativ komplex. Einen guten Überblick sowie viele interessante Hintergründe zu dieser Sekte finden Sie übrigens auch bei uns im Internet auf www.planet-wissen.de. Frau Riede, eine Frage noch. Wichtig bei Scientology sind ja auch die sogenannten Wissensberichte. Wofür sind die und wie werden die denn eigentlich eingesetzt? Na, Wissensberichte ist nichts anderes, wie dass ich meine Scientology-Kollegen auch noch bespitzeln muss. Das heißt, ich muss Berichte anfertigen, ob jemand zum Beispiel seine Arbeit ordentlich gemacht hat, nicht, dass er zu früh weggegangen ist, ob er einen Bleistift oder einen Kugelschreiber von Scientology mitgenommen hat. Und das liest dann wieder der Zentrumsleiter und entscheidet dann darüber. Das heißt, ich schwärze durch den Wissensbericht eventuell sogar andere Kollegen an. Trotzdem stehe ich natürlich unter Druck, weil würde ich das nicht machen und jemand anders bemerkt das, könnte der ja wieder einen Wissensbericht über mich anfertigen. Und von daher ist das auch ein gegenseitiges Misstrauen und sich bespitzeln. Laut des Verfassungsschutzes Baden-Württemberg unterhält die Scientology-Organisation ein Netzwerk, welches, Zitat, der Beseitigung jeglichen Widerstands gegen die Expansion der Organisation dient. Zitat Ende. Ja, was ist dran am eigenen Scientology-Geheimdienst? Paris, März 2011. Bei einer Demonstration gegen Scientology werden Sektenanhänger handgreiflich. Wir sind gerade von Scientologen attackiert worden. Das also verstehen Sie unter freier Meinungsäußerung. Weltweit bekämpft die Sekte Kritiker, Behörden und Medien mit einem Geheimdienst, dem Office of Special Affairs, kurz OSA. Ich würde behaupten, dass die OSA-Abteilung von Scientology einer der ältesten Geheimdienste der Welt ist. Sie arbeiten mittlerweile ohne Unterbrechung seit über 50 Jahren. Der Geheimdienst OSA ist für Scientology etwa das, was für die DDR die Stasi gewesen ist. Doch wozu braucht eine Glaubensgemeinschaft einen Geheimdienst? Und was sind seine Aufgaben? Die Scientologen behaupten, OSA sei ihr Presse- und Rechtsamt. Tatsächlich soll diese Spezialabteilung eine scientologische Welt durchsetzen. Scientology ist ein Weltkonzern. Nahezu überall gibt es Niederlassungen und somit auch den Geheimdienst. Im Internet präsentiert sich die Organisation als komplexe Struktur von zahllosen Vereinigungen und Firmen. Ron Hubbard war im Zweiten Weltkrieg im Marinegeheimdienst und lebte später lange auf einem Schiff. Gesetzesüberschreitungen, schrieb er, seien notwendig, um die Ziele von Scientology zu erreichen. Lügen, Stehlen, Bestechen und eine Reihe anderer Vergehen seien als Mittel, die Menschheit zu retten, erlaubt. Dafür gründet Hubbard seinen eigenen Geheimdienst in den 1960er Jahren. Er nennt ihn zuerst Guardians Office, Wächterbüro. Bald arbeiten mehr als 1000 Agenten und Zuträger für den Dienst. Hubbard stellt für sie Ziele auf, wie zum Beispiel Feinde auszumerzen seien und die Kontrolle über Medien und Politiker erlangt werden könne. Er verfasst seitenweise Handlungsbefehle für Abhöraktionen, verdeckte Recherchen oder Desinformationskampagnen. Hamburg. 1992 gründet der Senat die Arbeitsgruppe Scientology. Ihr Auftrag? Aufklärung über die Sekte. Wir erfahren, dass Scientology damals sofort reagiert hat. Scientology schaltet seinen Geheimdienst ein. Und OSA übernimmt die Observation der Chefin dieser Behörde, Ursula Caberta. Eine der schärfsten Kritikerinnen der Psychosekte. Für OSA wurde sie zum Feindbild Nummer 1,
da sie der deutschen Regierung Gründe für ein Scientology-Verbot lieferte. Mit Überwachungen versuchte OSA sie einzuschüchtern. Angst einjagen sollte ihr vor allem ein spezieller OSA-Agent, der auch Privatdetektiv ist. Dieser Scientologe schnüffelte jahrelang hinter Ursula Caberta her. Er befragte, als Reporter getarnt, Firmen nach Details ihrer Anti-Scientology-Haltung. Er trat auch als Privatdetektiv im Auftrag einer amerikanischen Anwaltskanzlei auf. Er erkundigte sich bei Nachbarn, Freunden, Arbeitskollegen, immer auf der Suche nach wunden Punkten in Cabertas Vergangenheit, um sie öffentlich zu diskreditieren. In einem kleinen Ort in der Nähe von Hamburg. Dort hat der Privatdetektiv eine Firma. Ein Gespräch mit uns lehnt er ab. Wenig später überrascht er uns auf der örtlichen Tankstelle. Es kommt zum Handgemenge, als er uns die Kamera entreißen will. Pass auf. Du lässt das Ding stehen, sonst hau ich dir in die Fratze. Wenn du jetzt abhaust, hau ich dich platt. Dann bekommen sie eine Anzeige. Du wirst mich kennenlernen. Moment. Dann fährst du aber mit dem Krankenwagen heim. Das muss ich einkalkulieren. Baus ab. Das hört sich nicht gut an. Markus Tüss ist jetzt bei mir. Er und sein Kollege Frank Nordhausen haben über ein Jahr für diesen Film recherchiert und sich intensiv mit dem Geheimdienst von Scientology beschäftigt. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Sagen Sie, Herr Tüss, wie ist denn diese Situation ausgegangen? Die ist so ausgegangen, dass dieser Scientologe die Polizei gerufen hat. Die erschien dann auch vor Ort. Es gab da eine lange Diskussion. Und hinterher gab es auch Anzeigen beiderseitig. Also es war ein ziemliches Hin und Her. Sehr unangenehm für alle Beteiligten. War das das einzige Mal, dass Sie von Scientology bedroht wurden? Nein, das kann man so nicht sagen. Erstaunlicherweise so direkt physisch nur in Deutschland. Mhm. Im Ausland ist es anders gewesen. Dort sind wir sind ja immer ein relativ großes Team. Also wenn wir da unterwegs sind auf Dreharbeiten, verfolgt worden, man hat Observationen gemacht, man hat uns gefilmt, man hat uns fotografiert, man hat uns auch manchmal provoziert. Das sind alle so Dinge. Naja, die Leute kommen dann sehr dicht dran an sie so und versuchen also, dass sie jetzt irgendwie reagieren, eine Reaktion zu provozieren, die dann wieder gegen sie ausgelegt werden könnte. Ja. Also sehr subtile Bedrohungen. Ja, oder sie kommen nach Dreharbeiten ins Hotel und da sitzt dann immer der gleiche Typ und der läuft dann auch mal auf ihrem Hotelflur hin und her und so. Also das sind so Sachen, die einem dann auffallen, nicht? Und wie sind Sie damit umgegangen? Sehr unterschiedlich. Manche Teammitglieder haben da schon ein bisschen Angst bekommen, weil sie das eben nicht gewöhnt sind. Wenn man das weiß, wenn man sich mit Leuten unterhält, wie zum Beispiel Wilfried Handel oder anderen Aussteigern, die das schon kennen, dann kann man sich darauf vorbereiten und damit leben. Dann ist Ihre Doku ausgestrahlt worden. Wie hat denn Scientology dann darauf reagiert? Gab es da überhaupt eine Reaktion? Ja, sicher. Der Sprecher von OSA, der Herr Stettler, hat natürlich gesagt, sowas gibt's hier alles gar nicht und wir sind nur das Presseamt. Wir haben es erlebt, andere haben es auch erlebt und es ist ja auch beim Verfassungsschutz auf den Seiten nachzulesen, was diese Organisation, dieser Teil von Scientology macht. Mhm. Reden wir über OSA, das Office of Special Affairs. Welche Hauptaufgaben hat das denn nach Ihren Recherchen? Also es gibt in Scientology zwei Apparate, die dazu da sind, so eine Art Polizei oder Ordnungsdienst darzustellen. Das ist einmal Ethik, die machen das intern, also das wird alles intern gemacht. Und OSA tritt immer dann auf den Plan, wenn irgendwas mit externen Dingen passiert. Also das Beispiel ist, wir haben einen Film gemacht über Todesfälle bei Scientology. Bei Todesfällen sind immer Behörden involviert, es sind Familien involviert, es sind Medien involviert. Und das ist die Außenwelt. Und immer dann kommt natürlich jemand von OSA ins Spiel, der dabei sein muss, der mitkriegen muss, was da passiert, um Schaden von der Organisation abzuwenden, der vielleicht im Raum steht. Schriftlich hat uns Scientology übrigens mitgeteilt, dass das Office of Special Affairs sich nur um zum Beispiel Presseanfragen, Pressekontakte oder Genehmigungen kümmere und dass ganz normale Recherchetätigkeiten durchgeführt würden. Das Etikett Geheimdienst würde, Zitat, die völlig übliche Recherchetätigkeit verunglimpfen, Zitat Ende.
Ja, wir hätten gerne mit Scientology zu OSA, dem sogenannten Geheimdienst, gesprochen. Aber Scientology wollte sich nur in unserer Sendung äußern, wenn sie vorher einen genauen Ablauf unserer Sendung bekämen. Solchen Ablauf geben wir grundsätzlich nicht vor einer Sendung heraus. Und deshalb wollte Scientology nicht Stellung beziehen. Tös, wundert Sie das? Nein, eigentlich nicht, weil die Scientologen mögen es nicht, unvorbereitet in solche Gespräche hineinzukommen, wo dann möglicherweise irgendwas auftaucht, was man nicht sofort schlagfertig beantworten kann. Aber warum nicht? Wenn sie nichts zu verbergen hätten, müssten sie auch keine Angst haben. Ja, das ist ja immer die Frage. Bei all den Daten, die dieser Nachrichtendienst sammelt, Daten sammeln alleine ist ja erstmal nicht strafbar. Mhm. Die Frage ist ja immer, was mache ich damit? Ja. Und da ist Scientology eben so, dass es sich sehr bedeckt hält, was eigentlich mit diesen Daten passiert. Aber Sie haben recherchiert, dass selbst deutsche Politiker, die gegen Scientology vorgehen, von den USA Druck bekommen. Welche Politiker sind das und wie sieht dieser Druck aus? Ja, also das sind Politiker jeglicher Couleur. In dem Trailer war ja der Herr Beckstein zu sehen, der war einer davon. Der Herr Gauweiler oder Herr Blüm waren andere. Aber ich habe vor 2 Wochen ein Interview gedreht mit einem ganz kleinen Berliner Lokalpolitiker, einem Bezirkspolitiker, mhm, der ins US-Konsulat einbestellt wurde, weil er eine Litfaßsäule hat aufstellen lassen in der Nähe der Scientology-Zentrale, auf der vor Scientology gewarnt wurde. Und er sollte sich dort rechtfertigen, was das denn nun solle, hier gegen die Religionsfreiheit zu verstoßen und so weiter. Und ich frage mich dann natürlich, welche Glaubensgemeinschaft hat die Möglichkeit, das so zu machen, dass ein US-Konsulat deutsche Bezirkspolitiker einbestellt. Das heißt, wie weit geht der Einfluss von Scientology und der OSA? Schwer zu sagen, aber ich kenne keine andere Organisation, die, das ist ja nicht das einzige Mal gewesen. Wir wissen von solchen Fällen aus Hamburg, auch im US-Konsulat. Und ich frage mich, welche andere Organisation diese Möglichkeit hat. Ich kenne nur diese. Mhm. Ja. Herr Tös, das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Und wir schauen jetzt wieder auf die Geschichte von Wilfried Handel. Am 8.8.1988 war es dann soweit. Sie wurden clear, wie es so schön heißt. In den folgenden Jahren gründeten sie dann mit ihrer Frau eine Familie, bekamen 3 Söhne. Die Ehe scheiterte dann allerdings, aber sie beschlossen auch weiterhin beide für die Kinder da zu sein. Und dann 1999 die schockierende Nachricht für sie, Krebs. Wie konnte das eigentlich sein? Denn Sie waren ja eigentlich clear. Nach dem Glauben von Scientology hätten Sie ja eigentlich gar nicht krank werden dürfen. Na, 1999 war es noch gar nicht so schlimm. Also da war ich scheinbar noch mehr Scientologe. Ich war mal schwerst irritiert, weil als clear hätte ich ja nicht einmal Schnupfen bekommen. Genau. Aber es gibt noch eine zweite Technik von Scientology, das ist die sogenannte PTSSB-Technik. SB ist Suppressive Person, also Unterdrücker, Menschen, die einem Negatives wollen. PTS ist Potential Trouble Source. Ich dachte mir, ich wurde dann PTS, also zur Potential Trouble Source, musste einen SB rund um mich haben, darum bekam ich Krebs, das war die scientologische Erklärung. Ich bin damals nach England zu Auditing gefahren und die haben mir versichert, erstens haben wir den SB gleich gefunden, laut Scientology, und haben mir versichert, ich bin jetzt wieder geheilt, ich habe das geglaubt. Und 2001 bekam ich dann ein Rezidiv, das ziemlich heftig war, also meine Lebenserwartung war ca. 3 Tage. Und das war dann der Moment, wo ich ein bisschen zu denken begann. 3 Tage Lebenszeit, hat man Ihnen noch gesagt. Naja, das war also eher zum Schluss schon von der Behandlung, aber mir hat man das gar nicht gesagt, das hat man meiner damaligen Freundin gesagt. Also ich habe es aber gespürt, es war knapp. Wie sind denn Ihre Scientology-Freunde mit Ihnen umgegangen? Ja, das war irgendwie ganz seltsam. Also mich haben relativ viele besucht im Spital. Ich war ja sehr beliebt in der Scientology-Community und ich habe bei allen eigentlich feststellen müssen, die konnten mit mir nicht umgehen. Ja, ich war irgendwie eine seltsame Erscheinung. Also weil sie wussten ja, ich bin clear, ich bin ein Vorzeige-Scientologe und plötzlich liege ich am Sterbebett. Also das konnten sie überhaupt nicht einordnen. Und Sie, hatten Sie Angst, dass Sie Ihre Scientology-Freunde verlieren? Also ich würde mal sagen, wenn man mal Krebs hat, ich wünsche es keinen, verliert man sehr viele Ängste. Also die Angst hatte ich nicht.
Aber Irritationen bei Ihnen selber kamen dann ja auch auf. Sie haben ja gerade gesagt, kurz davor, als Sie dann gesagt bekommen haben, beziehungsweise als es ja kurz davor stand, sind Sie doch ins Grübeln gekommen. Naja, also während ich im Spital war eigentlich noch nicht. Also das war eigentlich, hat begonnen eigentlich, nachdem ich entlassen wurde. Ich hatte dann noch eine riesige Bauchoperation, insgesamt 10 Tage Chemotherapie oder 20 Tage waren das sogar. Also das war dann, also kaum war ich wieder halbwegs auf den Füßen, wusste ich, ich muss dringend in meinem Leben etwas ändern. Mhm. Und nachdem Scientology einen riesigen Stellenwert eingenommen hat, war der erste Schritt, aus Scientology auszutreten. Wilfried Handl kämpft um sein Leben und besiegt den Krebs und trifft eine Entscheidung gegen sein bisheriges Leben für eine selbstbestimmte Zukunft. Ausgerechnet, dass er fast stirbt, hilft ihm, ein neues Leben zu beginnen. Er tritt aus der Sekte aus und zahlt einen hohen Preis. Er verliert fast alle Freunde, denn er wird disconnected, abgeschnitten. Seine Ex-Frau bleibt bei Scientology, zieht mit den 3 Söhnen in die USA. Okay, das sind Fotos meiner Söhne. Also es war im Prinzip exakt die Zeit, wo ich sie eigentlich das letzte Mal gesehen habe. Das war so 2000. Ja, das war, wo sie noch in Wien waren. Und eigentlich, wenn man so möchte, jetzt im Nachhinein betrachtet, dadurch, dass sie weggegangen sind, auch einer der traurigsten Momente in meinem Leben. Und ich habe sie zwar dann, also die 2 Älteren 2008 für 3 Wochen gesehen, da waren sie in Wien auf Eigenantrieb heraus. Ja, sie haben seitdem eigentlich auch, sie haben nie reagiert auf irgendwelche Fragen oder Mails von mir oder was. Ja. Die haben wirklich das komplett gecuttet. Disconnected, abgeschnitten. Ob die Söhne es so wollen oder ob ihnen der Kontakt verboten wurde, weiß er bis heute nicht. Nach seinem Ausstieg bekommt Handl diesen Bescheid, der ihn zur unterdrückerischen Person, kurz SP, erklärt. Also die SP, die gleich selbst kommt in so einen gelben Zettel. Und da gibt es ihm einen Beibrief dabei. Und da wird dann nett eigentlich gesagt, anbei findest du das SP, die gleich. Ich mache dich darauf aufmerksam, dass dein einziges Scientology-Terminal bla 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 bla. Und zum Schluss steht ein ganz wesentlicher Satz. Wie du weißt, kannst du bis zur Aufhebung dieser Herausgabe mit keinem Scientologen in Kontakt sein. Also sprich, das ist quasi die Disconnection. Scientology streitet ab, dass es die Praxis der Disconnection gibt, schreibt auf der Internetseite. Es gibt keine Richtlinie in Scientology, die fordert, dass ein Mitglied die Verbindung zu irgendjemandem abbricht, der einfach nur andere Ansichten hat. Die Kirche unterstützt gute familiäre Beziehungen, egal ob Scientologen oder nicht. Und die familiären Beziehungen verbessern sich üblicherweise auch mit Scientology, weil man als Scientologe lernt, mehr zu kommunizieren und jegliche Probleme zu lösen, die früher einmal existiert haben. Dass er seine Söhne verliert, daran trägt Handl bis heute schwer. Okay, und das ist absolut verständlich. Warum hält sich eigentlich Ihre Familie so strikt an dieses Kontaktverbot, das es ja offiziell gar nicht gibt? Ich würde mal sagen, ich weiß es nicht. Ja, also, was ich Ihnen garantiert sagen kann, ist, dass es ein Kontaktverbot in dem Sinne nicht gibt, dass es nicht wortwörtlich steht von Scientology, du musst dich trennen, sondern die machen das umgekehrt. Das heißt, das Mitglied studiert in der sogenannten PTS-Technik, also Potential Trouble Source-Technik, Handle or Disconnect, also sprich einen Zustand, den das jeweilige Mitglied nicht haben möchte, entweder zu lösen oder sich zu trennen. Das heißt, das Mitglied spricht quasi das aus. Also Scientology zieht sich da wunderbar aus der Affäre. Sie schieben den schwarzen Peter rüber. Sie werden ausgegrenzt quasi. Von den Aktivmitgliedern. Naja, das machen die Scientologen. Also, ja, die Scientologen grenzen sie aus. Ja, aber die Einzelnen, die Mitglieder, Scientology sagt das nicht. Ja, also Scientology macht ja das ganz perfide. Die sagen das, also insofern, was sie behaupten, stimmt, sowas gibt es nicht. Mhm. Sondern die einzelnen Mitglieder sprechen diesen Bannfluch aus. Zu ihren jeweiligen Freunden, Verwandten und so weiter. Sie zucken. Wobei die Schwierigkeit ist, dass er ja bereit ist, öffentlich über Scientology aufzuklären, gegen Scientology zu sprechen. Das ist das Schlimmste wahrscheinlich. Ja, ne? Und jetzt gilt die Anweisung, dass eben seine Familienmitglieder ihn handhaben müssen, ihn in den Griff kriegen müssen oder sie müssen den Kontakt abbrechen. Ah.
Das heißt, wenn ich manchmal Betroffene habe und ich sie bitte, sie sollen sich zurückhalten mit der Kritik, dann merkt man, dass nicht sofort ein Kontaktabbruch kommt. Also immer dann, wenn Leute Kritik üben und Kritik äußern gegenüber Scientology, was ja durchaus auch berechtigt wäre, dann kommt sofort der Kontaktabbruch. Wäre das jetzt auch ein Tipp von Ihnen an Menschen, die sagen, sie wollen sich langsam aus Scientology zurückziehen, dass sie es jetzt nicht so öffentlich machen, sondern ein leiser Rückgang? Wenn man aussteigen möchte, kann das manchmal sehr hilfreich sein, dass man sich einfach zurückzieht, weil in dem Moment, wo man sagt, man möchte aussteigen, ist man ja sofort wieder einer Drucksituation ausgesetzt. Also es kommen man muss zig Programme noch durchlaufen, es wird gefragt, warum, man bekommt gesagt, du musst dein Kursprogramm noch zu Ende machen. Wenn du mittendrin abbrichst, wirst du vielleicht krank werden, das wird deiner Psyche nicht gut tun. Also das ist allein das überhaupt alles zu bewältigen, ist sehr schwer und wird wieder zu einer weiteren und Verunsicherung führen, dass man letztendlich vielleicht doch wieder drin bleibt. Also wenn man aussteigen will, sollte man gehen und es gar nicht großartig ankündigen. Und was sagen Sie Menschen, die Freunde haben, die bei Scientology sind und denen helfen wollen? Wie sollen die damit umgehen? Auf jeden Fall Kontakt halten. Jede Art der Kommunikation, wo jemand sich noch natürlich bewegt und nicht nur mit Scientologen zusammen ist, hilft ja schon wieder, dass er noch ein Stück von der Wirklichkeit außerhalb von Scientology mitkriegt und dadurch auch in dieser Welt bleibt. Das Schlimme ist ja immer, dass die Leute so abgeschottet werden, so getrennt werden und eigentlich ihre ganze Lebenszeit auch nur noch mit Gleichgesinnten, mit Scientologen verbringen und von daher auch ein Andersdenken nachher gar nicht mehr möglich ist. Und das erschwert ja dann auch wieder den Ausstieg. Sie haben keinen Kontakt zu Ihren Söhnen. Wissen Sie eigentlich, wo die wohnen? Ja, ja. Haben Sie mal überlegt, spontan hinzufahren? Nee, also ich würde das mal insofern nicht machen, und zwar mir steht die persönliche Freiheit über allem. Und wenn ich mir das jetzt umgekehrt vorstelle, wenn jetzt mein Vater plötzlich bei mir vor der Tür steht, uneingeladen, wäre ich auch nicht unbedingt happy. Und wenn ich jetzt nachdenke, ich fahre jetzt rüber nach Amerika, das rauszufinden, wo sie wohnen, ist ja nicht so schwer. Und ich stehe dann da vor der Tür und ja, das möchte ich eigentlich nicht. Sie wollen nicht. Den Ball bei Ihren Söhnen lassen? Nee, die sollen entscheiden, ob sie sie sehen wollen oder also nicht? Ich würde das gar nicht so sehen. Also ich würde mal sagen, in dem Prozess, in dem ich mich jetzt befinde, der sieht so aus, dass sie alt genug wären, eine Entscheidung zu treffen, wenn sie möchten. Ich kann sie nur dazu einladen. Einseitig jetzt einmal. Und wenn sie es nicht machen, Pech. Wird es immer schwieriger? Kann man sagen, je länger man bei Scientology ist, desto schwieriger ist es, davon wegzukommen? Ja. Das ist natürlich klar, weil es ist ja auch sehr schwer, dass man sich dann, oder es gehört sehr viel Mut dazu, sich einzugestehen, dass man viele Jahre etwas gemacht hat, was viel Zeit, viel Geld gekostet hat und wo ich hinterher erkenne, dass es falsch war. Und wir Menschen neigen dazu, je länger wir an einer Sache festhalten, je mehr blenden wir unangenehme oder Informationen aus und tun so, als wenn alles doch nicht so schlimm wäre und machen einfach weiter. Und es ist dann schon ein wichtiger Schritt, das hier auszuhalten und auch zu bekennen, ja, es war falsch, was ich damals gemacht habe und ich bin froh, dass ich ausgestiegen bin. Ich glaube, das ist ja das Schwerste. Also mir ist das wirklich am schwersten gefallen. Ich muss sagen, ich habe 3-4 Jahre gebraucht, mir das einzugestehen. Und wirklich, also ich habe das dann übertrieben dargestellt, indem ich gesagt habe, am liebsten würde ich mal Vollidiot auf die Stirn tätowieren. Und jeder, der mich als solchen sieht, den kann er ja nicht böse sein. Immer mehr, auch hochrangige Scientologen wie der ehemalige Geheimdienstchef Mike Rinder steigen aus. Daher sucht Scientology nach neuen Wegen, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Thomas Schonst ist Schulleiter an einer Berufsschule in Chemnitz. Vor einigen Wochen war hier ein Verein zu Gast. Es ging um Drogenprävention. Thomas Schonst zeigt uns Fotos von der Veranstaltung. Er, seine Kollegen und die Schüler waren zufrieden mit dem Verein, der sich selbst bei der Schule gemeldet hatte. Und dann ist ausgeteilt worden an alle Jugendlichen und auch an die Teilnehmer in Heft. Die haben sogar Kulis ausgeteilt. Also das war recht gut organisiert. Ja, gut. Wissen Sie, welchen Hintergrund dieser Verein hat? Kann ich Ihnen sagen. Ja, ja. Drogenprävention. Verein für Drogenprävention, ne? Heißt er? Genau. Doch der Verein sagt Nein zu Drogen, sagt Ja zum Leben, tourt nicht nur durch Schulen. Auch in Fußgängerzonen werden Infomaterialien verteilt, hier in München zum Beispiel. Was die Passanten nicht wissen, der Verfassungsschutz bezeichnet den Verein als Nebenorganisation von Scientology. Wir fragen nach am Infostand. Also ist es von Scientology gegründet worden oder? Es wurde von verschiedenen Menschen gegründet, da waren aber auch Scientologen bei der Gründung mit dabei.
Ist aber, wie gesagt, ein ganz unabhängiger Verein, der mit der Kirche als solches nichts zu tun hat. Sind Sie auch Scientologin? Ich persönlich? Ich bin auch Scientologin, ja. Auf den aktuellen Infoheften findet sich übrigens kein Hinweis auf Scientology. Auf älteren schon. Wir fahren nach Berlin zur Scientology-Zentrale. Überraschend findet an diesem Tag auch hier eine Veranstaltung zum Thema Drogen statt, mit den gleichen Plakaten, die auch der Verein benutzt. Die Präsidentin kommt zu uns. Sie will nicht, dass das Kamerateam die Veranstaltung dreht. Möchte ich eigentlich nicht, weil wir haben ein paar Gäste da und ich weiß nicht, ob denen das Recht ist, gefilmt zu werden. Die Präsidentin trägt zwar selber ein T-Shirt des Anti-Drogen-Vereins, sagt aber, Scientology würde für die Vereinsveranstaltung nur Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Wir haken noch einmal schriftlich nach. In welcher Beziehung stehen Verein und Scientology Deutschland zueinander? Dort antwortet man uns. Der Verein ist organisatorisch völlig eigenständig und verfolgt keine religiös-weltanschaulichen Ziele. Nur zwei Sätze später heißt es aber, natürlich ruft die Scientology-Kirche auch ihre eigenen Mitglieder dazu auf, sich an den Aktivitäten des Vereins zu beteiligen und seine Ziele zu fördern und zu unterstützen. Dazu gehört auch Werbung für den Anti-Drogen-Verein. Für eine Aktion zum Beispiel, mit der er gerade erst in Leipzig war. Sektenberaterin Solveig Prass warnt vor den Praktiken des Vereins. Die jungen Leute von der Kampagne haben Minderjährige angesprochen und haben mit denen Fotos gemacht, die die jetzt sozusagen bestellen und kaufen können. Das heißt, jetzt kommt natürlich diese Sag-Nein-zu-Drogen-Kampagne an Adressen, an E-Mail-Kontakte, an Kontodaten. Zurück an der Berufsschule in Chemnitz. Hier ist niemandem klar, wer hinter der Drogenaufklärungskampagne wirklich steckt. Als wir Schulleiter Thomas Schonst und seine Kollegen aufklären, ist die Verwunderung groß. Ach, Scientology, alles klar. Um Gottes Willen. Was sagen Sie? Nee, haben wir nicht gewusst. Ich muss ja für alle Eltern letztendlich meinen Kopf hinhalten. Und es wird sicherlich auch Eltern geben, die sagen, nee, also an die Schule schicke ich mein Kind nicht mehr, wenn die Schule indirekt Werbung für Scientology macht. Hätte er gewusst, wer hinter dem Verein steckt, er hätte die Veranstaltung in seiner Schule nicht gestattet. Ja, wäre es 2012 gewesen, hätte er es leichter gehabt, denn damals warb Scientology noch mit dieser Broschüre, beziehungsweise diese Organisation warb mit dieser Broschüre und man konnte eindeutig erkennen, wer eigentlich dahinter steckt. Das haben wir, wie wir gerade gesehen haben, sich geändert. Wie kann man denn solche Scientology-Tarnorganisationen denn jetzt eigentlich erkennen? Eigentlich immer noch ganz gut an dem Namen L. Ron Hubbard. Fast immer findet man irgendwo im Kleingedruckten Copyright bei L. Ron Hubbard. Ansonsten ist es natürlich vielleicht auch mal gut nachzufragen, im Internet zu googeln. Dort findet man dann Hinweise, auch auf der Seite von Herrn Handel oder auf der Seite von unserer Sektenberatungsstelle, sodass man dann, es gibt auch noch Jugend für Menschenrechte, es gibt die Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen Menschenrechte. Also es gibt eine Fülle von Tarnorganisationen inzwischen, weil Scientology natürlich merkt, wenn Sie mit dem Stichwort Scientology kommen, kriegen Sie keinen Zutritt an Schulen. Genau, Ihnen schwinden die Mitglieder. Es treten auch immer mehr Leute aus. Sogar Jenna Miscavige Hill, die Nichte des Sektenführers Miscavige, ist ausgetreten. Wie sieht es aus um die Zukunft von Scientology? Ich bin keine Wahrsagerin, das weiß ich nicht, aber ich würde mir einerseits wünschen, dass in Deutschland weiterhin gute Aufklärungsarbeit stattfindet, so dass Leute von selber sich entscheiden können, eben nicht Scientology beizutreten. Und für die USA würde ich mir wünschen, dass hier auch mal das FBI gegen Miscavige ermittelt, so wie bei uns ja auch der Verfassungsschutz Scientology beobachtet. Das wäre sicherlich hilfreich. Warum sehen die das in den USA eigentlich so lax immer? Ich glaube, in den USA ist Scientology noch so klein, dass sie für den Staat ja keine Bedrohung darstellen. Das Leid, was aber einzelnen Menschen zugefügt wird, wird nicht genügend gewichtet und nicht genügend gesehen und die Einzelnen nicht unterstützt. Man darf den Promi-Faktor nicht übersehen. Also sprich Tom Cruise, John Travolta und so weiter. Also in Amerika haben diese Promis dieselbe Funktion wie in England die Royals. Und solange der Einfluss von Tom Cruise und Co. gegeben ist,
tut sich die amerikanische Politik und auch die Behörden und so weiter unheimlich schwer, sich mit Scientology wirklich einmal in der Form zu befassen, wie es eigentlich anstehen würde. Ganz kurz, was würden Sie den Leuten noch mit auf den Weg geben, um vor Scientology zu warnen? Ich würde mal sagen, generell alles zu hinterfragen, was auf einem zukommt, auch wenn nicht Scientology draufsteht. Einfach kritisch mit offenen Augen durchs Leben gehen. Ganz wichtig, alles. Schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, dass Sie beide da waren. Es war eine ganz spannende Sendung. Vielen Dank. Das war Planet Wissen für heute. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.